Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Mein Name ist Ted, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja schon ein bisschen was umgebastelt gehabt. Soweit ich mich erinnere, die Aufnahme ist ein paar Tage her. Produziere ja immer ein bisschen im Voraus. Ja, und heute würde ich mir ganz gerne mal dieses Eck jetzt hier vornehmen. Weil ich würde das ganz gerne separat legen, damit die Person sich nicht mit der Güterdingsbums trifft. Wäre mir herzallerliebst. Dafür braucht man natürlich ein bisschen Kohle, deswegen lassen wir ein bisschen laufen gerade mal. Dass wir das mal umreißen können. Ich denke mal, wir können auch mal mit Alt. Stopp. Mit dem hier mal mitfahren. Einfach mal just for fun. Gucken wir uns das Ganze mal an. Sieht schon geil aus, ne? Wie wir so über die Brücke hier fahren, das hat schon was. Vor allem, dann kommen die sich hier nicht mehr in die Quere, weil die haben hier schon mal in der Quere gestanden und das ist nicht gut. Deswegen, das soll geändert werden. Ganz kurz wieder raus. Das ist einfach sehr, sehr laut. Das ist noch eine ganz alte Lok. Sehe ich gerade. Eieieiei. Ja gar keine top aktuelle. Haben die gar keine Dings drauf? Muss ich mal gerade ganz kurz gucken. Das ist... Müssten noch was drauf haben. Der hat hier auf jeden Fall schon die General drauf und die Baldwin. Hä? Wieso hat denn der dann noch diese Lulli-Dings drauf? Baldwin? Haben die vorne auch ein offenes Dings? 40... Mal ganz kurz gucken. 45. Und die Aktualisierung ist mit der Baldwin-Klasse. Baldwin Six Wheels, Baldwin-Klasse 56. Ah, okay, die nächste Aktualisierung ist schon drauf. Das ist auch okay so. Ich muss der hier halten. Warum ist das so? Warum muss der jetzt hier halten? Ach, weil das hier nur eingleisig ist. Ah, nicht so gut. Da müssen wir nochmal ran. Den nochmal ausbauen. Aber eins nach dem anderen. Denn ich würde ganz gerne erstmal dieses Elend jetzt hier beenden. Dass wir das hier mal irgendwie mal gewuppt bekommen. Problem ist, wir haben... Oh, ich höre schon wieder was. Das ist der nächste Personenzug. Das Problem ist, unsere Güter müssen hier kreuzen. Das möchte ich aber nicht. Nicht mehr. Eigentlich. Ich möchte gerne, dass unsere Personen... Das ist echt schwierig zu realisieren, ne? Weil die genau in die verkehrte Richtung fahren. Ich mach mal ein bisschen flotter, damit wir ein bisschen Kohle reinbekommen. Ich würde schon ganz gerne, dass sie so rüberziehen und vor allen Dingen auch etwas größer gestalten. Sprich nach oben mit einer vernünftigen Brücke. Das ist echt tricky, Freunde. Ich weiß noch nicht, wie ich es anstelle. Eventuell hier rüber gehen mit einer Person auf einer Brücke, die unten drunter durch, wäre natürlich optimal. Irgendwo. Aber ist schwierig. Gucken wir mal gerade kurz, wie wir das machen können. Hier ist schön gerade relativ. Da kommt übrigens unser Baumaterialzug. Schauen wir mal auf die Finanzen. Jetzt muss der nämlich warten. Das ist nämlich doof, weil der raus muss, weil der auf dieses Gleis will. Das ist echt doof. Ne, das ist echt doof. Dass sich da teilweise blockieren. Das gefällt mir nicht. Das heißt, wir müssen da nochmal ran. Wenn der raus ist, wenn wir versuchen, das Stück hier irgendwie vielleicht hier so rüber. Und dann hier nochmal komplett umleiten. Mal gucken. Fast 100.000 hat er gemacht. Das ist ordentlich. Das ist okay. Und der fährt auch zurück. Hat 22 Leute an Bord, immerhin. Der fährt jetzt auf das Gleis, das ist okay. Guter Junge. Und dann werden wir jetzt mal ganz kurz stoppen. Weil das gefällt mir einfach nicht. So, machen wir mal das raus. Damit haben wir die Linie natürlich jetzt gekillt. Das hier... Ja...
fällt mir auch gerade nicht. So, wartet mal kurz. Ach, da ist noch ein Stückchen. Push. Hin fort mit dir. Jetzt machen wir es mal vernünftig. So zumindest der Plan. Also, lass mal überlegen. Erstens, wir brauchen mindestens ein 50er Gleis, glaube ich. Mini Jöre. So, das ist das Gleis. Kollision ist klar. Jetzt müssen wir nämlich hier so lang. Weil der da drauf steht. Das gefällt mir halt nicht. Das ist der innere. So. So viel zu der Brücke. Da schafft die 50 momentan. Müssen aber höher, damit hier Schiffe rüberkommen. Können sie nicht. Ist der Hammer. Können sie gerade nicht. Okay, da müssen wir es ganz anders machen. Dann müssen wir wirklich mal gucken, weil ich möchte gerne Schiffe hier rüber haben, aber es geht nicht. Dieser Gelb ist nicht gut. Ah, es ist doch ärgerlich. Das ist mal ärgerlich. Warte mal, brauchen wir nachher Schiffe? Theoretisch ja. Das ist... das gefällt mir jetzt nicht. So würde es gehen. Müssten wir aber... weiß ich nicht, wie wir hier rumkommen. Vielleicht nochmal ein Stück zurück und dann ansetzen. Vielleicht nochmal ein ganzes Stück zurück. Wäre vielleicht noch eine Idee, dass wir dann ansetzen. Ja. Ernsthaft. Gut, dann lassen wir mal ganz kurz laufen, damit der da weg ist. Immer diese Sonderwünsche. So, jetzt aber. Also, das ist das Gleis, ne? Das ist unser Personengleis. Genau. So, so wird es nicht gehen. Höher geht's auch nicht. Kommt er nicht rum. Alles klar, dann müssen wir hier auch nochmal ran. Wird auf jeden Fall ein teurer Spaß, sage ich euch. Aber was tut man nicht alles, damit das dann später auch klappt. So, mal gucken, ob er jetzt irgendwie will. Ja, jetzt können da zumindest schon mal Schiffe drunter. Sehr gut, so wollte ich das haben. Gefällt mir, sehr schön, sehr gut. Kostet mal eben so viel, das kostet so viel, das kostet... Ja, wir lassen es bei der Holzbrücke. Kostet 431.000. Eine Strecke, Freunde. Eine Strecke. Ist böse. Aber wir machen es. Wenn wir das hier haben. Aber dasselbe müssen wir auf der anderen Seite natürlich eigentlich auch machen. Speichern. Problem ist, ich habe den ans Verkehrte angeschlossen. So. Und das ist doof. Ich muss nochmal abreißen. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Jetzt haben wir mal eben ordentlich Kohle verbrannt. So, nochmal. Jetzt langsam. Eins nach dem anderen. Wir müssen mal gucken. Wir nehmen erstmal das Gleis. Gehen bis hier ran. Und jetzt gehen wir auf dieses Gleis. Und dann kommt er auch rüber. Höher geht's gerade. Doch, ein bisschen höher geht's noch. Aber es reicht. Für die Schiffe reicht's später. So, der ist angeklemmt. Sehr gut. Jetzt ziehen wir das Ganze natürlich auch auf der Seite mal ran. Sollte dasselbe Ergebnis sein. Sehr gut.
Kostet 200.000. Wir lassen mal laufen. Und dann müssen wir zusehen, wie wir mit der anderen Dings hier rüberkommen. Das weiß ich nämlich noch nicht. Ja, ich weiß, dass ihr gerade Probleme habt. Ist mir schon klar. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig sein. So. Damit haben wir das Problem hier schon mal gelöst. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Linie. Das klappt, das ist okay. Wir will unbedingt diese ganzen Engstellen raus haben. Das muss sein. Mal ganz kurz wegmachen. Ja, endlich mal eine Doppelweiche geklappt. Sehr schön. Dann brauchen wir nochmal ein Signalchen, weil er hier gerade nicht klarkommt. So, das läuft, das ist okay. Wir sind wieder im Geschäft. Big Business. Jetzt hier aus. Da ist ein Signalchen, das ist okay. Beziehungsweise eine Weiche. Gut. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir mit dem hier auch rüberkommen. Wir müssen nicht überlegen, ob wir hier versuchen, unten drunter durchzugehen oder so. Ich weiß es noch nicht. Wird eine Herausforderung jetzt. Aber machbar. Denn wir müssen ja auch dafür sorgen, dass es auch da läuft. Und das geht so nicht. Habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Müssen wir wirklich. Ich will aber nicht den ganzen Bahnhof da abreißen, ganz ehrlich. Eigentlich will ich das nicht machen. Das Problem ist. Das ist ja echt ätzend. Da kommen wir so nicht rüber, da kommen sie da nicht dran. Müssen den jetzt wirklich noch weiter drehen. Weil der will sich da unbedingt so weit reindrehen. Das will ich aber gar nicht. Wir versuchen den da vorwegzuführen. Ja, möglichst hoch. Ich weiß, ist nicht gerade die Schönheit vom Herrn. Aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie da drunter passen. Und das tun sie. Das ist okay. Dann gehen wir hier. Oh. Nein. Mann. Wir will da unbedingt anknipsen. Gehen wir nämlich hier so. Weiter mit der Holzbrücke, weil es momentan am günstigsten. Gehen so runter, dann können die Schiffe hier noch unten drunter fahren, das ist okay. Und jetzt müssen wir natürlich versuchen, hier irgendwie rüber zu kommen. Eventuell vielleicht doch auf der gesamten Höhe eine Brücke zu basteln. Wobei die Steigung mir da aber Sorgen macht. Dass wir dann hier so rüberkommen und da kreuzen. Wäre vielleicht eine Idee. Ich probiere es einfach mal. Just for fun. Steigung zu groß, okay. Ich will doch nur darüber. Ja, dann müssen wir nämlich irgendwie so rumfriemeln, dass wir dann runterkommen. Ja, das ist ein Konstrukt hier, ey. Das wird ja auch mal, vor allen Dingen wird es ein Spaß, das später nochmal umzubauen auf eine andere Streckenführung. Ja, das wird ja geil. Hallo, anschmiegen. Das wird heftig. Eventuell mit einer gesamten Brücke versuchen, das hier auszugleichen. Mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall ein sehr teurer Spaß heute, aber mein Gott, shit happens, wir müssen's. Es wird natürlich die gesamte Baustoffproduktion hier gerade zum Erliegen kommen.
Ah, der steht da. Ist klar, dass er jetzt gerade nicht vorankommt. Wenigstens das läuft hier. So, gucken wir mal ganz kurz hier hinten. Wow, hier hinten ist Big George Stau. Da müssen wir nochmal was mit den Zügen machen. Das ist echt übel. Aber erstmal muss diese Linie wieder stehen. Das ist auch nicht so einfach. Ja, einmal anknippen. Ach komm. Keine Brückenpfeiler-Kollision, das brauchen wir jetzt echt nicht. Ja, Leute, macht mich... Oh, wegen der Weiche da unten. Ernsthaft, wegen der Weiche? Oder spinnst du einfach nur mal wieder ein bisschen rum? Brückenpfeiler-Kollision. Wo? Oh. Da. Ah, verdammt, ne? Ah, ist das ätzend. Man will doch nur was vernünftig bauen. Ich will das aber jetzt nicht auf eine Strecke verkleinern. Ah. Mann. Okay, dann machen wir es ganz anders. Wenn du mich ärgern willst, in Ordnung. Reißen wir die Streckenführung hier komplett ab. Und versuchen das mal für die Länge zu regeln. Wieder 50. Wenn wir hier rüberkommen, wäre nämlich toll. Steigung zu groß. Was ist denn hier los? Hallo? Was für eine Machart? Freundchen! Kollision, natürlich! Hast du eine Kollision, das ist klar. Ohne Kollision wäre ja toll. Dann gehen wir hier lang. Laufen wir erstmal ein bisschen parallel. Weil mir das hier zu hoch ist. Das können wir eigentlich nochmal ein bisschen runtergehen. So, dann wollen wir hier eigentlich nur schräg rüber. Mehr will ich doch gar nicht. Schräg rüber. Dieser Knick da fällt mir nicht. Der Knick gefällt mir nicht. Dass das hier so hoch ist. Ihr seht gerade, ich spiele gerade ein bisschen rum. Aber es geht gerade nicht anders. Ich mal ganz kurz. So ist Scheibenkleister. Nun gehen wir langsam runter. Und dann kommt er schon hier ins Gehege. Auf jeden Fall wird das eine außergewöhnliche Streckenführung werden. Wir müssen auf jeden Fall hier dran vorbei und dann will ich hier rum. Ne? Dass das wieder klappt. Ist Auto safe? Oi. So. Dasselbe müssen wir natürlich mit ihmchen hier auch machen. Das hilft ja nichts. Zack, gut. Jetzt gehen wir weiter. Ich würde da so gerne rüber, ganz ehrlich. Aber Brückenpfeiler und ich wegen irgendwas, weil der dann so nicht schräg rüberkommt. Ach, das ist so ärgerlich. So ist zu heftig. So würde es auch nicht gehen, weil kommt da einfach nicht mit klar. Das sieht etwas besser aus. Wie sieht das hier aus? Auch Kollision.
kommt er nicht mit klar. Ah, es ist so ärgerlich. Wir lassen es erstmal auf der Holzbrücke. Wir müssen zusehen. Wirklich hardcore. Ich soll versuchen, irgendwie darüber zu kommen. Ich überlege gerade, wie wir es am schlauesten anstellen, dass wir dann ja mit der Brücke hier hingehen und dann hier so einen Knick reinmachen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dass wir den Streckenabschnitt hier erstmal vergessen komplett. War übel. Ah, ja, komm. Ernsthaft? Boah. Warum will er denn das jetzt hier nicht abreißen? Hallo. Jetzt musste ich extra die Straße für abreißen. Ihr seid doch bescheuert, ey, ganz ehrlich. So. Das läuft gut. Neuer Versuch. Jetzt gehen wir mit der hier weiter. Zieh das Ganze hier rüber, dass wir dann hier rüberkommen. Irgendwie. Da würde er kreuzen. Das gefällt mir natürlich nicht. Das soll er nicht machen. Er soll nicht kreuzen. Er soll nicht kreuzen. Nein, du sollst nicht kreuzen. So. Kollision war Terrainangleichung. Natürlich, wie immer. Anders kenne ich es schon fast gar nicht. Du sollst doch nur rüber, Junge. Kann doch nicht so schwer sein, da mal rüber zu kommen. Wenn nicht, reiß es wirklich nochmal komplett ab, die Linie. Weil das geht mir jetzt echt auf den Keks gerade. Ich hier will es so elendig schwer tun. So, warte kurz, das ist die. Wie ist das die? Die muss da rüber. Da muss die ran. Kollision bei Terrain-Angleichung natürlich. Wie soll es auch anders sein? Das ist so ätzend. Na, rüber jetzt hier. Sollst du? Ja, das wäre toll. Von mir aus auch mit Tunnel, das ist mir total Schnuppe. Ja, machen wir es jetzt so. Ey, ihr seht, Leute, ich versuche hier gerade echt was zu basteln, aber es ist mehr als tricky. Und das nervt mich so langsam. So, dahin sollst du. Und nur wenn man da oben was umbauen will. Und Leute, wir sind schon bei wieder 24 Minuten. Was hast du jetzt hier für ein Problem? Ach, weil da noch ein Stückchen ist. Ich bin schon bei 24 Minuten. So lange wollte ich heute gar nicht machen. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir für heute auch mal Feierabend. Sehen uns beim nächsten Part wieder von Transport Fever. Und dann bauen wir hoffentlich diese Strecke hier mal zu Ende. Ist ja ein absoluter Albtraum mittlerweile. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.